Keiner nimmt deine Grenzen ernst. Ein Nein wird schlicht und ergreifend überhört. Drei Methoden habe ich heute mitgebracht, die garantiert auch bei dir funktionieren. Bis gleich. Viel Spaß. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Karin, ich bin hochsensibel und eine trockene Alkoholikerin. Und auf meinem Kanal geht es um heilsames Malen für mehr Leichtigkeit. Und da sind wir schon bei Methode 1. Jetzt müsste eigentlich gleich die Einblendung kommen. Ne, komm doch. Verschaff dir Klarheit. Bevor du loslegst mit Grenzen setzen, verschaff dir mit dieser Methode erstmal Klarheit. Nimm Papier, dunkle Stifte und ich kann dir nur, also empfehle dir wirklich gerade Linien, dick, mit einem dicken Pinsel. Und hier steht es ja eh, erforsche dich liebevoll. Also Klarheit bedeutet auch, dass du dich selber mal kennenlernst, ja, und mal wirklich guckst, was mag ich überhaupt nicht. Bei welchen Menschen fühle ich mich wohl? Wo fühle ich mich überhaupt nicht wohl? Das solltest du wissen. Also bevor man überhaupt Grenzen setzen kann, in welcher Form auch immer, denke ich, ist es ganz wichtig, sich selber auch kennenzulernen oder sich selber zu kennen. Und das geht wunderbar mit dieser Methode. Klarheit. Ja, und für die zweite Methode oder für die nächste Methode, ist ja auch Beginn spielerisch Grenzen zu setzen, empfehle ich dir, nimm dickes Papier, Karton, paar Acrylfarben und beginn mit lockeren Formen spielerisch, deinen Lieblingsfarben, Lieblingsmusik. Gerne vorher ein bisschen auflockern und beweg dich mal in Formen, verschiedene Formen, Farben, spielerisch, ist ja jetzt auch spielerisch Grenzen setzen, da kommt jetzt dann auch gleich, wohin ich eigentlich möchte, aber ich möchte jetzt nicht vorgreifen. Spielerisch Grenzen heißt auch, übe dich oder übs erst einmal in Situationen, wo du dich sicher fühlst. Ja, das kann ein Nein, ich mag heute keinen Kaffee trinken, zum Beispiel bei einer guten Freundin, die das immer gewöhnt ist, dass du Kaffee trinkst, aber eigentlich ist dir gar nicht mehr danach zumute. Aber naja, hast dich noch nicht so richtig traut, sie kocht extra. Also übe, probier einfach mal in Situationen, wo du dich sicher fühlst und weite das dann aus und nimm's spielerisch. So, und da wollte ich hin mit dir. Und du kannst es wirklich wunderbar üben auf deinem Malblock, nämlich, dass du jetzt mal guckst von den Formen her, welche Form möchtest du oder wo möchtest du eine Grenze setzen, Grenzen ziehen? Wo muss es klar sein? Du kannst diese Übung natürlich auch mit mehreren Farben umsetzen. Eine Grenze muss nicht immer jetzt schwarz sein. Das siehst du, das sieht man jetzt auch im Verlauf dieses Bildes. Hier haben wir eine innere Abgrenzung mit dem Weiß und eine äußere. Und genauso ist es im Leben auch. Also Leben ist niemals statisch, sondern Leben ist immer ein Prozess, immer in Bewegung. Das heißt so viel, wenn du heute eine Grenze setzt, dann ist es nicht zwingend morgen genauso noch. Heute bist du offen, du lädst Menschen ein zu dir, ja? Morgen sieht es vielleicht ganz anders aus.
Und das kann man wunderbar auf dem Papier oder mit Farben und Formen üben. Das können auch Rechtecke sein. Bei mir waren sie jetzt an diesem Abend eben rund. Also Rundungen. Kann auch eckig sein. Nimm verschiedene Stifte, verschiedene Farben und fühl auch da rein, wie fühlt es sich an. Also da habe ich jetzt am nächsten Tag noch weiter gezeichnet, nach dem Videodreh. Wenn du mehr über dieses Thema erfahren möchtest, unten in der Beschreibung ist die Verlinkung. Ja, und jetzt sind wir bei der dritten Methode. Bleib standhaft. Ganz, ganz wichtig, bleib standhaft, wenn du Grenzen setzt, die dir wichtig sind, ja. Und erwarte einfach nicht so viel von deinem Gegenüber. Und was auch ganz, denke ich, wichtig ist, es bedeutet nicht, wenn ich ein klares Nein ausspreche, dass es auch akzeptiert wird vom Gegenüber. Hier sieht man jetzt die Grenzen, passieren jetzt ein paar Spielereien. Ich wünsche dir und jetzt und deiner Familie natürlich ein wundervolles Osterfest mit ganz, ganz vielen Überraschungen und vielen kreativen Ideen. Bis bald und tschüss. Also hier geht es noch ein bisschen weiter. Wenn du aussprichst, bleib klar und deutlich, ja, also und du musst dich auch nicht rechtfertigen beim Nein. Nein ist ein ganzer Satz. Nein, also das möchte ich heute nicht, nee, mir ist heute nicht danach, danke, lieber einen Kaffee, danke, heute kein Bier, nein. Also bleib standhaft und übe vorm Spiegel. Also ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Wenn du Fragen hast, schreib mir die Fragen in den Kommentar. Und wie gesagt, mehr findest du dann im Blogartikel auf meiner Webseite. Pfiat dich. Bis bald.